Ich habe kürzlich gehört, dass man einen Predigtpreis ausgelobt hat. Also, man sollte Predigten einreichen und der beste Prediger hat einen Preis bekommen. Und das wurde auch so gemacht. Und ich dachte mir, das ist eigentlich komisch. Denn bei der Weitergabe des Wortes Gottes geht es nicht darum, dass das eloquent und wortgewandt ist. Es geht nicht darum, dass das bis ins theologische Detail, bis ins letzte Feinheit geschliffen ist. Sondern es geht darum, dass das Wort Gottes wirklich das Herz erreicht, dessen, der dazuhört. Weißt du, Paulus sagt, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. In Erweisung des Geistes und der Kraft. Eine Predigt ist dann gut, wenn sie in Erweisung des Geistes und der Kraft geschieht, wenn im Leben der Zuhörer etwas verändert wird. Und mir fiel eine Geschichte ein, die ich früher mal gehört hatte, die das wunderbar auf den Punkt bringt. Und zwar ist ein amerikanischer Geistlicher, ein gewisser Milton Cunningham, unterwegs im Flugzeug. Er hat einen Routinefluch, nichts Besonderes, und setzt sich also auf seinen Platz. Neben ihm sitzt schon jemand am Fenster, ein Mädchen. Ein junges Mädchen, was offensichtlich mongoloid ist, ein Down-Syndrom hat und was verreist. Und er begrüßt das Mädchen und alles ist soweit ganz in Ordnung. Und nach wenigen Augenblicken, er hat sich gerade so ein bisschen sortiert, da stößt das Mädchen ihn an und sagt zu ihm, Mister, haben Sie heute Morgen die Zähne geputzt? Und er ist erst ganz irritiert und sagt, was ist das denn? Und guckt das Kind an und merkt, da ist nichts anderes als einfaches kindliches Interesse. Und er lächelt und sagt, ja, ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt. Und sie sagt, das ist gut, denn das müssen wir tun. Nach ein paar Augenblicken stößt sie ihn wieder an und sagt, Mister, rauchen Sie? Und wieder guckt er das Kind an und merkt, da ist nichts an Hintergedanken. Und er sagt, nein, ich rauche nicht. Und das Mädchen sagt, das ist gut, denn wenn Sie das tun, werden Sie daran sterben. Und nach wenigen Minuten stößt das Mädchen den Cunningham ein drittes Mal an und sagt zu ihm, Mister, lieben Sie Jesus? Jetzt ist er wirklich erstaunt. Und er lächelt und sagt, ja, ich liebe Jesus. Und das Mädchen lächelt zurück und sagt, das ist gut, denn das müssen wir tun. Das Flugzeug füllt sich, der letzte Passagier kommt rein und die Türen werden geschlossen und er setzt sich neben den Cunningham auf den Platz. Fängt an, in einem Magazin zu lesen, ein Mann. Und noch bevor das Flugzeug überhaupt auf die Landebahn rausfährt, stößt das Mädchen den Cunningham an und sagt zu ihm, frag ihn, ob er sich die Zähne heute Morgen geputzt hat. Oh, jetzt ist der Cunningham in einer peinlichen Situation und er guckt das Mädchen an und argumentiert, dass es das nicht geht, aber die ist ganz beharrlich und gut. Er wendet sich seinem Nachbar zu, erklärt ihm ein bisschen, um was es geht und stellt ihm dann die Frage, ob er sich die Zähne geputzt hat heute Morgen. Und der Nachbar, der schaut sich auch das Mädchen an und merkt genau wie der Cunningham vorher, okay, das ist einfach nur Interesse. Und so sagt er, ja, ich habe mir heute Morgen meine Zähne geputzt. Das Mädchen sagt, das ist gut, denn das müssen wir tun. Nach ein paar Augenblicken stößt sie den Cunningham wieder an und sagt, frag ihn, ob er raucht. Der Cunningham wendet sich seinem Nachbarn zu, stellt ihm die Frage und das Gleiche passiert wieder. Der Nachbar schaut das Mädchen an und sagt, nein, ich rauche nicht. Und das Kind sagt, das ist gut, denn wenn du das tun würdest, würdest du daran sterben. Und es kam, wie es kommen musste. Noch bevor das Flugzeug abgehoben ist, stößt sie den Cunningham ein drittes Mal an und sagt, Mister, frag ihn, ob er Jesus liebt. Und jetzt war der Cunningham in einer etwas schwierigen Situation. Er hat ganz glühende Ohren bekommen, obwohl er ein Geistlicher war. Und er hat mit dem Mädchen argumentiert, das geht nicht und das ist zu persönlich und das kann man nicht mit einem wildfremden Menschen machen. Aber die war beharrlich und immer wieder hat sie ihn in die Seite geboxt, bis er irgendwann gesagt hat, gut, ich frag ja.
Und er wendet sich seinem Nachbarn zu, mit etwas suffisantem Lächeln und sagt, meine Freundin hier möchte wissen, ob sie Jesus lieben. Und dem Mann gefriert so etwas das Lächeln auf dem Gesicht. Und nach wenigen Augenblicken wird er ganz ernst und er sagt, ja, wissen Sie, eigentlich wollte ich Jesus mein ganzes Leben lang kennenlernen. Eigentlich wollte ich tatsächlich eine Beziehung zu ihm haben. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich in so etwas hineinkomme. Und während des Fluges konnte dieser Cunningham diesen Mann zu Jesus führen. Der hat sich während des Fluges bekehrt. Aufgrund dieser Frage von diesem mongoloiden Kind. Das ist etwas, wo ich sage, hier gebraucht Gott einen Menschen in einer besonderen Weise. Und wenn Gott ein mongoloides Kind gebrauchen kann, um erwachsene Geschäftsleute zu sich zu ziehen, dann kann er auch dich gebrauchen. Dann kann er mich gebrauchen. Dann kann er jeden gebrauchen, der sich ihm zur Verfügung stellt. Und so möchte ich dich einladen. Lass dich von Gott gebrauchen, sein Reich zu bauen. Lass dich von ihm gebrauchen, anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen. Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Gott braucht keine eloquenten, ausgefeilten Spezialpredigten. Er braucht keine super ausgebildeten Theologen, die sein Wort weitergeben sollen. Er braucht Menschen wie dich und mich, die einfach sagen, ich nehme es und ich gebe das Wort weiter, was der Herr mir ins Herz gegeben hat. Ich spreche einfach Menschen an und du wirst sehen, Gott baut sein Reich auch durch dich. Ich bin sicher, er hat viel mehr für dich.